Kleines Demo-Video zum Bitwig Studio 2. Ich will euch heute zeigen, wie ihr noch eine Ecke mehr Punch und Dynamik aus euren Bässen und Drums mit Bitwig Studio 2 zaubert. Ich habe einmal ein kleines Demo-Projekt hier vorbereitet. Das ist noch ohne Kompression, ohne Nachbearbeitung. Es ist einfach nur so ein kleiner Techno-Loop. Was ich jetzt zu diesem kleinen Loop hinzufügen möchte, ist auf die Bassspur, die ist hier, wenn ich die mal solo abspiele. Noch unbearbeitet und recht plan. In einem anderen Video habe ich euch ja schon vorgestellt, wie ihr aus einer Mono-Bassspur einmal die Höhen noch besser herausarbeiten könnt mit diesem kleinen Trick, dass man das Tool davor schaltet und dann über einen Equalizer die Stereoflächen praktisch mit den hohen Frequenzen nachbearbeitet und desgleichen auf eine zweite Spur, ja, die Monospur über das Tool regelt. Heute möchte ich euch einen anderen kleinen Kniff zeigen. Und ich möchte als erstes auf meine Bassspur einen Audio-Sidechain drauflegen, eine Kompression, die über die Bassdrum getriggert wird. Die Bassdrum, die ist hier in diesem Projekt. So, ich kopiere jetzt erstmal die komplette Spur. Und dann nehme ich hier aus dem Projekt nur die Bassdrum raus und lösche erstmal hier alles andere weg. Passe ich das Ganze noch an, dass es über das Projekt hinweg passt. Jetzt gucke ich mal, das stimmt. Leider irgendwas nicht genau. Was wir nochmal machen. So. Einmal das. Hier diese einzelne Kickdrum. So, die ziehen wir hier mal raus. Und dupliziere das über meine Spur hinweg. Dann mute ich das Ganze bzw. ziehe den Lautstärkenregler ganz nach links, dass es nur noch leise ist. Und dann benenne ich diese Spur in Ghost. Das wird der Trigger für mein Sidechain, für den Bass. Dann wähle ich die Bassspur und füge in der Bassspur hinten dran einen stinknormalen Kompressor. Der mitgelieferte Kompressor von Bitwig Studio 2 ist hervorragend. Und neuerdings lassen sich hier ganz feine Sachen noch ergänzen. Und ich möchte hier einen Modulator mit einbauen. Ja, das kann ich hier unten über das Pfeilchen regulieren, dann die Plus-Taste. Und dann hat jetzt Bitwig Studio neuerdings hier die Möglichkeit, Modulatoren einzufügen, einzubinden. Und ich wähle hier den Audio-Sidechain-Modulator.
Und den kann ich dann wiederum bearbeiten, indem ich hier draufklicke und den Device Input hier aus meinem Ghost nehme. Und ich nehme den Drum Machine Output in dem Fall, ja, weil ich den ja gemutet habe. Ich möchte praktisch nur den Trigger bekommen, das Signal. Und dann lasse ich das mal gemutet abspielen, also nur den Basslauf. Über die Ratio könnt ihr die Aggressivität ein bisschen, die Dynamik erhöhen. Dann ziehe ich noch das Release ein bisschen weiter auf und die Attack ein bisschen runter. Soweit. Gut. Da waren so leichte, ihr habt es vielleicht gehört, so leichte Blobs mit drin. Das kann ich mal hier nochmal versuchen, über die Attack ein bisschen runter zu drehen. Da müsste es eigentlich einigermaßen passen. So, während ich jetzt aufnehme, kann es natürlich auch sein, dass der Computer so ein bisschen an seine Grenzen von der Performance kommt. Dann, des Weiteren möchte ich Ihnen und euch da draußen jetzt mal zeigen, wie ihr dann weitermachen könnt. Also nachdem ihr hier diese Audiokompression auf den Bass gelegt habt, könnt ihr Folgendes machen. Ihr könnt den Bass als Effektschleife hier einschleifen und darauf einen weiteren Kompressor legen. Da könnt ihr, wenn ihr mehrere Bässe in einem Projekt verwendet, die dann gesondert gezielt abmischen. Also ich mache es mal hier mit einem Bitwig-Kompressor und danach, und das ist der eigentliche Trick, wo er so ein bisschen mehr Bassleben rausbekommt, ist, dass er hier hinten dran einen Equalizer nimmt. Und ich nehme den IQ 5 und dann hebe ich ungefähr um 3 Dezibel über die Low Shelf hier in den tiefen Frequenzen. Die tiefen Frequenzen um 3 Dezibel an. Und das Ganze lasse ich ungefähr hier bei 100 beginnen. Und das gleiche mache ich mit dem High Shelf. Also dann habe ich hier hinten auch die hohen Töne und die hebe ich auch in dem Fall um 3 Dezibel ungefähr gleich hoch an. Dann geht ihr in den Mix Panel und dann könnt ihr hier den Bass, also hier meinen Omnisphere Bass, auf den Send-Effekt hier legen mit dem neuen Kompressor hinten dran. Ja, und dann gibt es nämlich einen ordentlichen Punch, einen ordentlichen Boost in eurem Projekt. Ja, der Trick, der stammt so ein bisschen aus der analogen Abmischung von Projekten. Der ist auch als ja, New York-Style-Trick oder sowas in der Szene so ein bisschen bekannt. Ja, ich hoffe, das hat euch mal wieder ein bisschen weitergebracht, um an euren Musikprojekten selber zu schrauben und zu feilen. Und demnächst gibt es wieder hier auf diesem Kanal weitere Videos zum